Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Was sind eigentlich außerkörperliche Erfahrungen? Sind wir wirklich unser Körper oder ist da einfach noch ein ganz anderes Bewusstsein, mit dem wir wirklich in unserem Leben leben können? Oder bekommen wir wirklich auch durch äußere Angstfaktoren, Denkmuster, Glaubenssätze ein ganz, ganz enges Korsett, die uns dann doch sehr eingeschränkt unser Leben genießen lassen können? Und das besprechen wir heute mit unserem Gast. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Karl, schön, Hallo, dass Corinna. Du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, mein Lieblingsthema. Ja. Das sind ja einfach diese spirituellen Themen, diese Bewusstseinsthemen, die uns wirklich, glaube ich, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir nämlich diese Korsetts bekommen mit Angsttiraden und natürlich auch bewusste Mängel, die gesetzt werden, auch auf der Mikronährstoffebene. Also es spielen ja ganz viele Parameter eine Rolle, die uns wirklich daran hindern sollen, uns vielleicht auch mal aus einer Art Metaebene zu betrachten, ja? Oder was heißt für dich wirklich diese Körper-Geist-Seele-Thematik? Ja, also danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich genieße die Gespräche mit dir immer sehr. Ja, ich auch. Ja. Danke. Also der Körper, Geist und Seele. Also früher war es ja so, da gab es im alten Griechenland gab es nur die Seele und den Körper. Den Geist hat man erst später mit dazugenommen und jetzt haben wir diese drei, Körper, Geist und Seele. Wobei die Wissenschaft den Begriff der Seele vor ein paar hundert Jahren eigentlich schon in den Mistkübel geschmissen hat. Also eigentlich gibt es nur mehr den Geist und den Körper, also jetzt von wissenschaftlichen Aspekt. Und jetzt ist die Wissenschaft gerade dabei, hat das Gleiche mit dem Geist zu tun. Warum? Weil man hat ganz viele Versuche gemacht mit dem Gehirn und man ist draufgekommen, dass bevor uns ein Gedanke bewusst wird, schon Gehirnaktivität da ist. Das heißt, man ist draufgekommen, wir denken gar nicht selbst, sondern wir bemerken nur, dass wir denken. Das ist natürlich ziemlich interessant. Ja. Mhm. Das ging so weit, in den USA hat man dann eine Zeit lang diskutiert, wenn wir nicht für unsere, also ein rechtliches Thema, wenn wir nicht für unsere Gedanken verantwortlich sind, dann können wir dann auch für unsere Taten zur Verantwortung gezogen werden und so weiter. Das heißt, das ist gerade ein ziemlich interessantes Thema, was es mit dem Geist auf der Ebene des Gehirns auf sich hat. Und ja, der Körper, der bleibt halt übrig, da macht die Wissenschaft sehr viel, Schulmedizin und so weiter. Aber das ist praktisch alles die physische Ebene. Wenn wir wirklich wieder zurückgehen und diesen Begriff Seele aus dem Mistkübel rausholen, kann man sagen, man ist eine Wesenheit oder ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kann man auch getrennt sehen vom physischen Körper. Und das ist natürlich ein Thema, wenn man da eine Tür aufmacht, dann verbirgt sich ganz, ganz viel dahinter. Und das ist dann auch ein Thema, das vielleicht nicht jeder Mensch auch wirklich anschauen möchte, weil dann muss man sehr viel in Frage stellen und sehr viel merkt man dann, meine bisherigen Denkmuster stimmen so eigentlich nicht. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem ganz, ganz lieben Freund und der hat dann auch nach kurzer Zeit gesagt, ich weiß nicht, ob ich das alles wissen will, weil man kann dann nicht mehr zurückgehen. Ich kann dann nicht mehr sagen, okay, das vergesse ich jetzt wieder, so ähnlich. Wenn wir draufkommen als kleines Kind, dass es das Christkind gar nicht gibt, ja, dann das kann ich dann nicht rückgängig machen. Ja. Das ist auch hier so ein Entwicklungsweg. Um was ging es bei seinem Wissen? Um die Situation auf der Welt oder um irgendwelche Themen, die ihn persönlich betreffen aus der Kindheit? Weil da haben wir ja oft eine Synchronizität, habe ich so das Gefühl. Also der Typus Mensch, der sagt, meine Kindheit war super. Da war alles tippitoppi und ich will da gar nicht hinschauen. Man merkt aber schon innerlich, da muss irgendwas gewesen sein, weil da spürt man ja schon regelrecht das ist sehr oft so, die Thematik. Mhm. Und gleichzeitig kann ich das aber auch beobachten in unserer Gesellschaft, wie jetzt wirklich so eine kognitive Dissonanz einfach sowas dermaßen alles zumacht, weil das Hinschauen würde ja so komplett das Leben zerlegen. Ja, das stimmt.
Also in dem Beispiel von mir vorher, bei dem ging es generell um die Situation hier. Mhm. Der hat sich zurechtgelegt im Leben, der führt auch ein ganz tolles Leben, ist sozial sehr gut vernetzt und ist auch glücklich in seinem Leben. Aber würde man dann eine Tür aufmachen, dann stellt das ganze Leben in Frage. Mhm. Nämlich dieses Konzept, das wir auch alle kennen, ja, von Reinkarnation. Ich bin eine Wesenheit, die von Leben zu Leben geht. Oder vielleicht gar nicht von Leben zu Leben, sondern ich kann auch irgendwo anders hingehen, ja, wenn ich das möchte. Und dann ist die Frage, ja, was bin ich überhaupt und wieso bin ich überhaupt hier? Mhm. Wieso bin ich jetzt ein Mensch in einem physischen Körper, in einem menschlichen Körper? Das sind ja Fragen, die sich die wenigsten Menschen auch stellen. Wenn man auf die Straße geht und jemanden interviewt, wieso bist du hier, wieso bist du ein Mensch? Die wenigsten finden darauf eine Antwort oder haben sich diese Frage schon einmal gestellt. Und da denke ich mir, das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Ja, wieso führe ich jetzt ein Leben hier als Mensch? Und ich könnte mir vorstellen, dass alle Möglichkeiten, die uns eigentlich dazu, also die wir eigentlich hätten, ja, Zirbeldrüse, Meditation, verschiedene auch Vitalpilze, die uns einen Geist öffnen, das wurde ja alles sowas von unterdrückt, sodass der Mensch eigentlich gar nicht eben auf die Idee kommt, sich die Frage zu stellen, weil er eben in dieser Matrix mit Versicherungen, mit Steuern und Regeln und Unternehmen und Konzernstrukturen, und Länder sind ja auch Konzernstrukturen, einfach da drin so funktionieren muss, dass, und sich daraus zu befreien, das ist ja eigentlich, glaube ich, der springende Punkt. Ja, und das sind aus meiner Sicht auch zwei Gefängnisse, die du beschrieben hast. Das eine ist der physische Körper. Wenn der physische Körper nicht ganz gesund ist, weil er ist vergiftet oder wir ernähren uns falsch und so weiter, dann kann man nicht dieses Bewusstsein entwickeln. Das heißt, eine optimale Gesundheit ist fast eine Voraussetzung. Es gibt ja diesen Spruch, ein gesunder Geist lebt auch gerne in einem gesunden Körper. Das heißt, man muss etwas für seinen Körper tun. Und das nächste ist das Denken. Wir sind sehr in unseren Denkmustern gefangen. Ich selber bin so aufgewachsen, dass man, das habe ich lange geglaubt, dass man als Jugendlicher dann einen Beruf lernt und dann halt seinen Beruf 40 Jahre ausübt und dann vielleicht, wenn man Glück hat, 20 Jahre Pension genießen kann. Also so ein Lebenskonzept. Und für mich war das eigentlich damals schon irgendwie komisch oder ich bin damit auf Widerstand gegangen, obwohl das für mich komplett normal war. Und das, was in den Großkonzernen oder in den großen Organisationen passiert, also da gibt es auch Studien darüber, dass man sagt, diese Großkonzerne, also große Organisationen beschäftigen sich zu einem sehr hohen Anteil nur mit sich selbst. Da geht es primär gar nicht darum, was dieser Konzern eigentlich produziert oder zum Ziel oder zum Zweck hat, sondern man beschäftigt sich mit sich selbst. Ein sehr interessantes Thema ist also zum Beispiel hier, sind die Steuergesetze. Die sind mittlerweile so komplex, dass die Heerscharen von Buchhaltern, Buchhalterinnen und Finanzamtsangestellte und auch in Unternehmen, also Leute, die dafür zuständig sind, beschäftigen, um all diese Gesetze zu administrieren. Man könnte die sehr viel einfacher machen und dann würde sehr viel Menschpotenzial frei werden. Und dann könnten Menschen anfangen, sich interessante Fragen zu stellen. Mhm. Und also, so wie, wenn man da so ein bisschen von außen drauf schaut, glaube ich schon, dass das auch ganz bewusst auch so gestaltet ist, damit Menschen eben nicht anfangen, darüber nachzudenken. Mhm. Man spürt es auch energetisch. Jetzt muss ich gerade dran denken, ich muss da auch irgendwo in Deutschland was abgeben und wie das einen auch so runterzieht. Also, weißt du, gehst in den Wald, meditierst, bist voll im Einklang mit der Natur und dann musst du dann so irgendwie so einen bürokratischen Elster irgendwas machen, ja, wo du denkst, boah, krass, was für eine, die Energie ist schon so, wo es dich sofort wieder wupp, runter in das Ding zieht. Aber wir hatten es ja auch im Vorgespräch davon, es ist ja auch irgendwo ein Prozess dieses, ja, wir sind so im Körper, wir haben unsere Erfahrungen und wir können uns jetzt natürlich auf irdischer Ebene, man sagt so, vielleicht über die unteren Chakren bekämpfen, Neid, Gier, Hass, Wut, so alles, was da drin sitzt. Und dann aber diesen Switch in diese Übersicht Allliebe auf der einen Seite von mir aus, aber auch zu erkennen,
gerade in einem Konflikt oder in einer Situation, welche Rollen spielt eigentlich das ganze System? Also wie viele Anteile in mir sind da eigentlich in einem Konflikt involviert? Ja. Und wie viele unterschiedliche Aspekte zeigen sich da? Und ich glaube, da wäre zum Beispiel so eine Meditation, auf so eine andere Ebene zu kommen, sehr, sehr hilfreich, dass wir mal rausgehen. Und das wird ja verhindert durch diese ganzen Angst. Ah, immer wenn wir spirituell machen, dann kommen immer irgendwelche Störfaktoren, das kenne ich schon. Das ist ganz spannend auch, wie dann solche Sabotagethemen auch, dann kommt ein Auto, dann klingelt es oder wie auch immer. Aber gerade wenn man so an einem Punkt ist, wo es um den Bewusstseins-Upgrade geht. Genau, und das ist auch schwierig, sich da rauszuentwickeln. Also wir alle leben ja hier und sind auch Teil dieses Systems. Man kann nicht einfach so aussteigen, weil man braucht ein Zahlungsmittel und so weiter. Ja, und wir haben eine Steuernummer. Also das geht nicht so von einem Schritt auf den anderen, dass man dann aussteigt. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, sich auch damit zu arrangieren. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass man an sich selbst arbeitet, das eigene Bewusstsein mehrt, dass man beginnt, diese Dinge zu durchschauen und dann auch diese Klarheit entsteht, was ist denn für mich der nächste Schritt, in welche Richtung geht es denn für mich? Mhm. Und da war es für mich halt extrem erhellend oder förderlich in meiner Entwicklung, diese außerkörperlichen Erfahrungen. Und das ist ein Themengebiet, das halt für viele Menschen etwas komplett Neues ist, obwohl das eigentlich etwas sehr, sehr Natürliches ist. Also wir verlassen ja zumindest einmal den Körper in einem Leben, spätestens dann, wenn wir sterben. Also dann geht ja diese Seele oder diese Wesenheit woanders hin. Das wird dann ein anderes Thema, einmal für später vielleicht. Aber diese Zweigeteiltheit von einer spirituellen Wesenheit, von einem Bewusstsein und vom physischen Körper, also dass man das einmal für sich selbst auf die Reihe kriegt, das ist schon ein wesentlicher Schritt. Und dann kann man das natürlich auch initiieren, da gibt es spezielle Übungen dazu, dass man den Körper auch verlassen kann. Also ich selbst habe da, ich glaube seit 25 Jahren experimentiere ich damit. Es gibt in den USA ein fantastisches Institut, die beschäftigen sich seit 50 oder 60 Jahren damit. Das ist das Monroe-Institut. Ich war da einige Male dort. Mhm. Dieser Robert Monroe, ein ganz wichtiger Lehrer von mir, der ist leider schon gestorben, der hatte spontan Körperaustritte, während er geschlafen hat. Also der hat sich an der Decke selber gesehen und da hat er nach unten geschaut und hat seinen Körper im Bett liegen sehen, daneben den Körper seiner Frau. Und er hat sich gedacht spontan, oh, jetzt sterbe ich. Und dann hat er Panik bekommen und irgendwie ist er wieder, hat er wieder hineinrudern können in seinen Körper, ist dann sofort wach geworden und dann ist er zu Ärzten gegangen, hat sich durchchecken lassen und die Ärzte haben gesagt, wir finden nichts, du bist gesund, er könnte ein paar Kilo abnehmen, aber ansonsten passt alles. Mhm. Und das ist aber dann immer wieder passiert. Und dann ist er zum Psychiater gegangen und der hat ihm dann empfohlen, also der hat gesagt, ich weiß auch nicht, was das ist, aber wenn du diese Gabe schon hast, mach was draus. Versuch da, das zu erforschen. Und das hat er dann auch gemacht, eigentlich sein ganzes Leben lang. Er hat immer wieder versucht, aus dem Körper rauszugehen und dann diese Ebenen anzuschauen, sozusagen wirklich zu erforschen, wo kann man da hingehen, was kann man da alles erleben. Der hat auch drei ganz fantastische Bücher geschrieben dazu. Also das erste Buch heißt Der Mann mit den zwei Leben von Robert Monroe. Das kann ich auch sehr empfehlen, also wenn man da mehr dazu möchte. Wenn man so eine Erfahrung einmal hat, dann ist das, man merkt, das ist etwas total Natürliches. Also wir sind sozusagen eine Wesenheit, eine Seele, eine Entität, ein Bewusstsein, wie auch immer man sagen möchte. Und wir haben einen physischen Körper. Und beides ist nicht so wirklich fix miteinander verbunden. Es ist schon gut, dass wir gut in unserem Körper sind. Es gibt Menschen, die haben diese Verbindung zu ihrem Körper nicht so gut. Das sind auch Menschen, denen gerne kalt ist. Mhm. Ja, die sind nicht ganz angekommen auf der physischen Ebene. Da hilft zum Beispiel Yoga sehr gut. Ja, also durch Yoga bindet sich dieses Seelenwesen mit dem Körper sehr gut an. Und andere sind, die identifizieren sich vollkommen mit dem Körper. Und dann ist eben der nächste Schritt,
einmal ein Bewusstsein zu entwickeln, ich bin auch noch etwas anderes. Und dann kann man Übungen machen, um rauszugehen aus dem Körper. Die Sachen, die du erzählst, hört man ja auch, dass sie oftmals passieren während Operationen. Ja. Und deswegen sagt man ja eigentlich auch, man soll im Schlafzimmer keinen Spiegel haben, weil eben genau dieser Austritt passiert. Könnte ich den auch bewusst, mich bewusst mit meinem Seelenaspekt, der nachts austritt, mich verbinden? Das sind ja dann auch so, wo manche sagen, oh, dein Anteil war heute Nacht bei mir am Bett gestanden, oder? Also da gibt es ja schon auch ein paar spannende Geschichten. Ja, also das, was du gesagt hast, das passiert sehr, sehr oft. Gerade bei Operationen gibt es einen Körperaustritt und diese Menschen sehen sich dann von oben und das Chirurgenteam rundherum und können dann auch nachher beschreiben, was sie gesehen haben und auch das, was sie gehört haben, was die Ärzte miteinander geredet haben, obwohl die in tiefer Narkose waren. Oder auch bei traumatischen Ereignissen ist es so, dass man oft aussteigt und gar nicht so wirklich dabei ist. Frauen, die vergewaltigt worden sind, haben auch dann schon davon erzählt. Oder es passiert spontan einfach so. Ich habe eine liebe Freundin, die hat mir erzählt, es ist ja einmal passiert während dem Autofahren. Sie war auf der Autobahn und auf einmal war sie einige Meter über dem Körper. Und das Problem war noch dazu, ihr kleines Kind war hinten am Rücksitz. Ja, das Auto sozusagen mit dem Körper allein, aber eigentlich führungslos. Mhm. Und das ist ihr bewusst geworden. Und dann hat sie versucht, wieder in den Körper reinzugehen. Und das hat auch dann funktioniert. Sie hat dann auf die Seite gelenkt und hat einmal ein paar Minuten tief durchgeatmet und dann ging es wieder. Das heißt, es gibt so spontane Körperaustritte, aber man kann das auch bewusst initiieren. Es gibt bestimmte Übungen dazu. Das, was der Robert Monroe so sagt, ist, dass es ganz wichtig ist, dass die Gehirnhälften synchron sind. Und die sind eigentlich bei niemandem synchron. Wir alle sind sehr einseitig. Die meisten sind Rechtshänder, also rechtsdominant. Das heißt, die linke Gehirnhälfte ist dominant. Und da ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, mal auch die andere Seite zu verwenden. Oder man macht körperliche Übungen, die über die Körperachse gehen, jonglieren zum Beispiel. Eine ganz wunderbare Übung, um die Gehirnhälften auszugleichen. Und dann kann man natürlich mit Neuromusik arbeiten. Und da gibt es eine Menge von Musikangeboten, die wir auch im Programm haben. Also da kann man auf unserer Webseite mal nachschauen, neurotunes.com. Da gibt es auch einige kostenfreie Angebote, wo man reinhören kann, also Musiken und Meditationen. Und dadurch werden die Gehirnhälften synchron. Das heißt, beide Gehirnhälften beginnen, sich am Aktivitätsniveau anzuschwingen. Und das dürfte eine Voraussetzung sein, dass man aus dem Körper bewusst rausgehen kann. Was hätte ich denn dadurch für einen Vorteil? Also was bringt mir das denn? Naja, das ganze Leben relativiert sich, wenn ich so eine Erfahrung einmal gemacht habe. Also wie ich zum ersten Mal so richtig bewusst aus dem Körper draußen war, hatte ich spontan zwei Erkenntnisse. Also darüber habe ich vorher schon so mal gelesen, ich habe das auch gewusst, aber so wirklich gespürt und gefühlt habe ich das spontan, das war mir sofort klar. Die erste Erkenntnis, die hat mich gar nicht so sehr überrascht, dass ich wusste spontan sofort, ich bin unsterblich. So etwas wie das Sterben gibt es überhaupt nicht. Und das ist natürlich so, dort liegt mein Körper und ich bin da. Ich bin wirklich weg vom Körper. Das heißt, ich weiß, ich bin jemand anderer als mein Körper. Das, was stirbt, ist mein Körper. Aber ich selbst bin unsterblich. Ich bin sozusagen ewig. Und das war die erste Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis, die hat mich ein bisschen überrascht, die war so, dass ich viel klarer denken konnte als ohne Gehirn. Das heißt, ich war reines, klares Bewusstsein auf einem Level, das ich noch nicht gekannt habe. Und das waren für mich profunde Erkenntnisse bei meiner ersten bewussten außerkörperlichen Erfahrung. Und ansonsten kann man sagen, es relativiert sich alles. Ja? Man kriegt einen anderen Blick auf das Leben, man nimmt sich selber anders wahr, man erkennt, ich selbst bin in einem Leben, das ein Teil ist von einer riesigen Kette von ganz vielen Leben, die ich schon gelebt habe, vielleicht als Mensch, vielleicht auch als ganz andere Entität. Das heißt, ich bin jemand ganz anderer, der halt viele Erfahrungen sammelt. Würdest du sagen, in dem Zustand, es gibt ja diese Tabelle nach Hawkins, dass in dem Zustand einfach nur noch die Oberen wirken,
dass du in dem Zustand auf die Draufsicht, auf dich, auf das Leben weder Wut, Verurteilung noch sonst irgendwas sehen kannst, weil alles in sich so, so perfekt passt und man eben gar nicht ins Drama irgendwo mehr einsteigt. Ja. Also das muss ich leider verneinen, ja, weil es begegnet einem alles da draußen in dieser astralen Ebene, was einem selbst entspricht. Und darum ist es so wichtig, bevor man das macht, all diese Dinge zu erlösen. Man muss sich bewusst machen, man ist ja da nicht in der Zeit, so wie wir jetzt, sondern außerhalb der Zeit, und dort manifestieren sich Gedanken augenblicklich. Bei uns ist es ja so, es gibt ja dieses Naturgesetz, alle Gedanken haben die Tendenz, dass sie sich verwirklichen. Und das dauert eine Zeit lang von der Verursachung, also vom Gedanken, bis dass die Wirkung in Erscheinung tritt. Vergehen mitunter Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar. Aber in der astralen Ebene, wenn wir weg sind von physischen Körper, dann ist auch die Zeit weg. Die Gedanken werden sofort Wirklichkeit. Das heißt, dann kann man auch auf so einen schlechten Trip kommen. Ja. Das heißt, ich werde sofort mit meinen Ängsten konfrontiert, zum Beispiel. Ja. Okay. Das heißt, ich muss lernen, meine Gedanken zu kontrollieren, mich zu beherrschen, auch meine Emotionen zu kontrollieren. Das heißt, es ist schon gut, wenn ich so etwas mache, dass ich mich gut darauf vorbereite. Aber wenn man das kann, ja, sich selbst sozusagen im Griff zu haben, die Gedanken wirklich zu kontrollieren, die Emotionen zu kontrollieren, dann empfehle ich das sehr, weil man kann sich da alles anschauen, was man sich vorstellen kann. Also Robert Monroe beschreibt in seinen Büchern eigentlich drei Ebenen, in die man gehen kann. Die erste Ebene ist die physische Ebene. Das ist diese Ebene, wo die Verstorbenen auch eine Zeit lang bleiben oder manche sehr lange bleiben. Es gibt da diesen berühmten Film mit der Whoopi Goldberg, Ghost, glaube ich, heißt das, Nachricht von Sam. Dann haben wahrscheinlich schon viele gesehen. Da löst sich diese Seele, die Seele stirbt, aber sie löst sich erst am Ende des Films, löst sie sich und geht in eine höher schwingende Ebene. Also die bleibt da. Das heißt, man kann wirklich, so wie du vorher gesagt hast, zu einem Freund oder Freundin nach Hause gehen, den besuchen. Dieser jemand kann mich nicht wahrnehmen, weil ich bin feinstofflich, aber ich bewege mich noch in der physischen Ebene. Das ist die erste Ebene. Und die zweite Ebene, das ist eine Schwingungsebene höher, das ist die astrale Ebene. Und dort begegnet einem alles, was man sich so vorstellen kann. Also von den tiefsten Höllenwelten, von allen Grausamkeiten, destruktiven Gedanken und so weiter, alles, was da manifestiert ist, bis hin zu Himmelswelten, hochschwingenden Ebenen, wo alles wundervoll ist und wo man nur frohlocken kann und so weiter. Und das ist ein Bereich, der praktisch grenzenlos ist. Aber in dem Bereich könnte ich doch auch super transformieren, oder? Wenn ich da Ängsten begegne oder Dunkelheiten, dann gehe ich ja in dem Moment auch in die Angst, in den vielleicht auch Prozess rein, dass ich sage, okay. Also gerade dann nachher, wenn man das reflektiert, was mir gerade passiert ist, dann kann ich das super auch erlösen. Also das ist auch ein Grund, warum man das macht. Aber man kann das auch sich so wie ein Tourist anschauen, ja, ohne dass das etwas mit mir zu tun hat. Und ich schaue mir mal eine Höllenwelt an oder einen Himmel oder andere Ebenen und so weiter. Ja. Also das kann man auch machen, ohne dass das was mit mir zu tun hat. Hat er noch irgendwelche fördernde Substanzen mitgenommen? Oder kann ich es auch so machen? Oder hat er es kombiniert? Also vom Robert Monroe, das war eigentlich ein Radiotechniker, also von dem ist mir nichts bekannt. Der hat dann nie irgendwas erzählt darüber. Okay. Der hat immer nur mit Frequenzen gearbeitet, also mit Musik. Also das, was im Grunde bei dir in der Meditation auch. Ich war dort mehrmals in dem Institut, habe von dort auch Technologien mitgenommen, die wir in unsere Musiken verwoben haben, dann auch teilweise weiterentwickelt haben. Also das war eher so sein Spezialgebiet. Mhm. Ob er sonst noch was genommen hat, weiß ich nicht. Und ich persönlich habe da null Erfahrung dazu. Mhm. Also da kann ich gar nichts sagen. Mhm. Ja. Aber ich finde es schon auch interessant, wir kennen das ja alle, wenn wir dann in dem Irdischen so grübeln oder Gedanken, dann kommen dann die Unihippelis zum Vorschein, wie dann wirklich durch so eine Frequenzmeditation auf einmal, wer auch immer da immer reinredet, einfach mal Ruhe ist. Mhm. Und ich finde, das alleine ist schon auch
eine ganz wertvolle Möglichkeit, um gerade vielleicht auch in Situationen, wo man in der irdischen Welt mit ganz viel Diskussionen oder vielleicht auch Verletzungen oder Konflikten gerade zu tun hat, mal wirklich zu sagen, okay, ich schalte mich jetzt da mal wirklich in eine andere Ebene, um da mal wirklich Ruhe einkehren zu lassen. Ja. Ja, also da kann man wieder differenzieren. Das eine ist ja die Ebene des Geistes, des Körpers, was der Verstand, unser Gehirn an Gedanken produziert. Und da hilft diese Neuromusik schon sehr. Mhm. Also da werden beide Gehirnhälften synchron. Und das hat dann zur Folge, dass man das Gefühl hat, jetzt fühle ich mich wirklich rund, jetzt fühle ich mich harmonisch und dann beruhigen sich die Gedanken auch. Mhm. Und so ein Zustand ist dann auch eine gute Ausgangsposition, dass ich aus dem Körper rausgehen kann. Und da gibt es Übungsprogramme, die man machen kann, um dann eben dort solche Erfahrungen zu machen. Und das sind also wirklich profunde Erfahrungen, weil dann machst du das man, auch in den Seminaren dann? Also ja, wenn man sagt, hier, ja, ich möchte jetzt wirklich das mal erfahren und ich habe keine Ahnung wie. Da gibt es eigene Seminare dafür Okay. Und die findet man bei uns auch auf der Website. Ja, also diese Seminare mache ich üblicherweise in Wien bei uns in unserer Akademie, aber auch manchmal an anderen schönen Orten. Mhm. Also da sind die ganzen Termine bei uns auf der Website. Natürlich kann man auch ins Monroe-Institut fahren. Ja, also es ist halt ein Stück. Mhm. Also die bieten so Wochen-Retreats an, Wochen-Workshops. Der Robert Monroe ist leider schon gestorben, aber da gibt es fantastische Trainer. Einen Trainer, den kann ich auch noch sehr empfehlen, weil der hat ein paar Bücher geschrieben, die ich alle gelesen habe und die kann ich auch alle sehr empfehlen. Das ist der William Buhlmann und der hat eben über außerkörperliche Erfahrung und er sagt Astral Projection, also mehrere Bücher dazu geschrieben, die allesamt sehr, sehr spannend sind. Also William Buhlmann und Robert Monroe, wenn jemand dieses Thema interessiert, dann wäre das eine gute Lektüre, um da mehr herauszufinden. Super. War wieder richtig spannend. Vielen lieben Dank, Karl. Ich danke dir auch, Karina. Ich freue mich auf weitere Sendungen mit dir. Ja, ich mich auch. Dankeschön. Ja. Ciao. Liebe Zuschauer, ja, ist doch mal spannend, dass wir wirklich auch solche Erfahrungen machen können. Und ich hoffe, Sie sind auch schön auf die Reise mitgenommen worden mit unserem Gast und mir. Und freue mich natürlich immer, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank dafür. Bis bald. Tschüss.